Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 bei Mission immer noch 12. Ja, hier ist es ein Inside-Level, das heißt, ja genau, wir müssen die Invasoren hier beschützen, weil die werden gebraucht, um Computer zu betätigen, genau. Wir waren ja beim letzten Mal, waren wir ja in dieser, bei diesen vier Atomraketen, genau. Und Stalin hat die abgefeuert. So sieht's aus. Und wir müssen das jetzt verhindern, dass die bei Europa einschlagen. So, es gibt eine Sache bei mir zu sagen. Und zwar, jetzt war ich die letzte Woche nicht online. Das liegt daran, weil hier ja in Deutschland wieder mal eine Hitzewelle war. Und ihr wisst ja, bei einer Hitzewelle kann ich leider nicht so zocken. Und ja, genau. Und zwischendurch war ich auch nochmal ein, zwei Tage angeschwächt. Also ein bisschen krank und so. Und warum hakt die Maus hier so ein bisschen? Eine Sekunde. Ich muss das gerade mal überprüfen. So, das sollte doch jetzt funktionieren. Genau, wir haben oben Zeitlimit. Das heißt, wir müssen uns beeilen, würde ich sagen. Und da geht's auch schon weiter. Ja, wie gesagt, ein Inside-Level. Hier gibt's nur Mannequin. Ah Gott! Oh, den ersten Verlust. Shit! Scheiße. Ja, egal. Okay. So, die müssen wir beschützen hier, die Invasoren. Ganz klar. Und ja, natürlich wie immer beim Missionsbeginn erstmal speichern. So, dann gucke ich auch nochmal. Das passt soweit. Ja. Ja, ich habe den Modus vom Leute nochmal umgestellt, weil das mit dem Laggen, das hat. Ah, scheiße. Voll da reingerannt. Ich Idiot, ey. Fuck. Was macht ihr denn? Seid ihr denn des Wahnsinns? Ich muss euch doch erstmal gruppieren. Ah, ich muss erstmal wieder reinfinden, wie ihr seht. ja, das ist Gruppe 1 und das hier ist Gruppe Spezial 2. Aber der Spion, den schicke ich schon mal nach vorne. Weil das ist eine sehr gute Erkundungseinheit. So, wir müssen ja hier 4 Terminals finden. Genau. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. So, ja, endlich mal wieder hier mit Command & Conquer. Ich habe ja letztes Mal ein bisschen vorgespielt. Die Aufnahmen sind jetzt aber schon ein bisschen älter geworden. Und ja, deshalb bin ich jetzt hier noch so ein bisschen verwirrt am Anfang, aber das ist ja okay. Das lässt sich doch regeln. Ich gehe mal ein bisschen hier spionieren mit dem James Bond. Und ja, genau. Ah, da kommt. Tschüss, Spion. Ich glaube, der Hund hat mich gerochen, oder? Nee? Okay, cool. Kann ich nochmal... Oh, was ist das denn? Wie soll ich das denn schaffen mit diesen 10 mickrigen Mannequin hier? Hä? Das geht nicht. Nee. Ah, nee, stimmt. In diesem Level hier gibt es noch eine Tanja. Ich erinnere mich. Aber ich muss erstmal erkunden. Weiter erkunden. Genau, irgendwo hier gibt es noch eine Tanja. So. Habe ich den Bereich hier schon mal erkundet. Das ist schon mal ganz gut. Ja, Inside Level in Command & Conquer. Wie gesagt, also die mag ich absolut nicht eigentlich, weil... ja, die sind einfach scheiße. Ich guck nochmal gerade, das passt soweit. Sehr geil, okay, der nimmt nach wie vor aus. Die stehen dann noch. Ja, wie gesagt, ich nutze den Spion, um erstmal zu erkunden. Schauen wir mal, was noch hier ist. Und ja, genau. Letzte Woche war ja die Gamescom, ne? Seid ihr da gewesen? Ich konnte dieses Jahr leider nicht, weil ich noch was... Ah, tschüss, Spion! Das war's, oder? Nö, hä? Was ist mit dem Hund los? Okay. Ja, wie gesagt, waren wir gerade beim Thema Gamescom. Wart ihr da? Wenn ja, dann sagt mal, wie es war. Ich war dieses Jahr nicht da, leider. Weil da ein privater Termin dazwischen kam und der Spion ist weg. Und tschüss, tschüss, tschüss. Ja, bye boy, bye bye. Gut, okay. Wie gesagt, Gamescom, sagt mal, wie es war. Würde mich sehr interessieren. Ob irgendwas Interessantes dabei war. Ob irgendwas von EA Games dabei war, wegen Command & Conquer Remastered Edition oder so. Würde mich sehr interessieren, doch, ja. Und wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ah, hier rechts irgendwo ist das. Okay.
Dann muss ich erstmal hier runter. So. Was? Oh, schieße kaputt. Ah, oh, Penner. Ah, da kommen noch welche. Okay. Ja, dann ballert die mal ab. Schieße kaputt. So. Oh Gott, das sind aber viele da unten. Ah, hier, die Wissenschaftler. Schaut euch die mal an. Die sehen so witzig aus. Einfach nur so zack, zack, zack. Genau. Ah, der Hund, der kann gerne kommen. Zack, weg mit dem. So, weiter geht's. Und weitermachen. Keine Verluste hier. Ich brauche keine Verluste. Oh Gott. Oh, ich hasse diese Inside. Ah, da ist noch ein Grenadier. Fuck. Scheiße. Gar nicht gesehen, ey, den Penner. Naja. Ich hasse diese Inside-Level bei den Alliierten hier, wirklich. Wobei, ich glaube, es gibt hier... bei den Alliierten gibt es nur eins. Glaube ich. Bei den Russen gibt es mehrere. Ja, ich glaube, so war das, ja. Ah, wow. Oh Gott. Ich wäre fast in den Hund da reingerannt, ey. Was ist das denn? Aber ja, okay. Ich bin gerade sehr verwirrt, wo ich... Okay, Mammuts. Einfach was... Ah, stimmt, genau. Wir sind ja in der Waffenfabrik, ne? Stimmt. Oh, das war doppelt. Stimmt, das weiß ich noch. Stimmt. Und hier unten kam doch gleich die Tanja raus, ne? Wenn ich da hingehe. Deswegen standen auch eben auch so viele Männchen. Weil die kriege ich mit dem Soldatenpack hier eh nicht kaputt. Nee. Da brauche ich schon was Härteres für. Genau. Und ja, genau, wie gesagt, also Gamescom würde mich sehr interessieren, wie es war. Schreibt es ruhig mal in die Kommentare oder so. Ja. Würde ich sehr interessieren, wie gesagt. So, dann schauen wir noch mal, was hier so ist. Jo, jetzt muss ich irgendwie gucken. Ja, 40 Minuten, das schafft. Komme ich da an dem Hund vorbei? Ich probiere es einfach. Probiere es. Lauf dran vorbei, lauf schneller. Ah, schade. Okay, egal. Gut. Dann geht ihr mal da runter, weil ich glaube, wenn ich hier... Oh, nicht gesehen wieder. Die sind aber auch getarnt irgendwie, kann das sein? Ah, ich habe jetzt ein paar Einheiten verloren. Shit. Ich guck nochmal gerade. Ja, der passt. Sehr schön. Da kommt ein Grenadier raus. Warum? Oh, seit wann kommt da ein Grenadier raus? Hallo, Tanja. Im Übrigen. Oh, scheiße. Seit wann kommt da ein Grenadier raus? Das ist eigentlich scheiße, aber das erinnert mich mal daran, zwischenzuspeichern, einfach mal so. Und ich guck nochmal, ja, der nimmt weiter auf, sehr schön. Ne, ich habe jetzt einfach den Modus, weißt du was? Hört mal auf zu schießen. Mach mal das Fass kaputt. Zack, zack, zack. Geil. Ne, lass doch den Panzer in Ruhe. Nicht hier unnötig provozieren. So, die Tanja ist dann Team 3. Sehr schön. Ja, das wusste ich noch, dass hier unten noch die Tanja ist. Könnte auch, auch damit zusammenhängen, dass ich eine Let's Play-Folge gesehen habe von dem Zuzui. Der hat das auch gespielt und finde ich sehr cool auch, das Let's Play. Also, ja. Wenn ihr lachen wollt, schaltet bei ihm ein. Ihr könnt aber auch gerne hier bleiben, also sowieso nicht. Oh, was ist das denn? Oh Gott. Ah, die Hunde. Die Hunde. Oh Gott, da kommen 5 Hunde an. Ach du Scheiße. Ja, knallt die ab. Boah. Boah. Alter Schwede. Was ist das denn, ey? Da kamen aber 5 Hunde an. Ja, das wäre Todeskommando gewesen. So, okay. Wir haben noch 36 Minuten. Das ist so meine Vorhaut jetzt hier, weil ich habe den Spion ja verloren. Wie ihr wisst. So, gut. Dann. Okay, was ist das jetzt hier? Ist das irgendwas? Oh Gott. Zum Glück haben die so eine gute Reaktion, ey. So, Team Spezialeinheit, kann man da hochgehen, bitte. Oh, ist das? Atom. Ah ja, richtig. Ja, das ist ein so ein Sprengkopf hier. Richtig. Das ist ein so ein PC. Genau. Kommandozentralen, ja. Richtig. So. Sehr schön. Genau, das müssen wir machen. Er hat ja 4 Atomraketen abgefeuert. Und wir müssen ja das verhindern, dass sie da in Europa einschlagen. So. Weil die Zeit, die da oben läuft, ist quasi die Zeit, wie die Raketen bis nach Europa brauchen. Und, aber das einzig Unlogische an dem Ding ist halt,
wie kommen die Raketen zurück? Also wie wird das abgebrochen? Das erschließt sich mir gerade nicht so. Das ist irgendwie unlogisch. Was ist, wenn ich die jetzt deaktiviere? Aber die Raketen fliegen ja trotzdem weiter. Also was ist da im Moment meine Vorhut? So. Wie gesagt, das frage ich mich noch so ein bisschen, was da, wie man sich das da vorstellen muss. So. Okay, weiter geht's. Hier ist noch ein PC. Hier sieht man auch wieder einen Sprengkopf. Beziehungsweise einen Raketenstartplatz. Dem Spezialeinheit rein da. Und ja, genau. Ich freue mich mal wieder schön hier Command & Conquer mit euch zu zocken. Wir kommen gerade von der Arbeit. Und ja, wieder im täglichen Stau gestanden hier. Das ist ja normal mittlerweile. Aber ja, genau. So, da kommen Manneken angeschaut. Vier Grenzen. Oh, scheiße. Voll reingerannt. Und bleibt stehen. Oder keine Ahnung. Was ist das denn? Da rennen vier Grenadiere rum. Okay, und ein Schütze. Krass. Wo ist der Scheißhund? Wo ist der Scheißhund? Kommt mal her hier. So, Tanja, mach die platt. So, mach die kaputt. Mach die kaputt. Und der Hund. Oh. Alter. Mach mir doch nicht so eine Angst hier, ey. Alter Mann, ey. So. Okay, egal. Ich glaube, wir haben es gleich sogar. Wir haben die beiden, haben wir jetzt deaktiviert schon. Ja, ich glaube, das wird ein kurzer Part hier. Weil das wird wirklich nur diese eine Mission jetzt mal. Ja. Inside-Level halten. Ne? Die gehen immer schnell. Also normalerweise zumindest. So, sehr schön. So. Noch 30 Minuten. Ja, komm, das schaffen wir doch. Oh, da kommen wieder welche. Was zur Hölle? Wie viele sind denn das? Tanja, mach das, komm. Mach deine Headshots und dann ist gut. Ja, genau. Gut, dann können wir mal weitermachen. Das ist ein Forscher, den können wir einfach killen, okay. So, dann killt die Tanja mal diese Typen da. Wo ich mich ja eben gefragt habe, wie ich das machen soll. Aber mit einer Tanja ist das halt kein Problem. Die mag es halt auch ein bisschen härter hier, ne? Ist klar. So, weiter geht's. Flammen im Turm! Was soll das denn? Ein Flammenturm! Wie soll ich da... ich habe jetzt nur noch Tanja, um mich zu wehren, ne? Okay, krass. Okay, da ist erstmal Dead End. Alles klar, ich habe verstanden. Ich habe nur noch einen Soldaten übrig, ey. Fuck. Dann echt nur noch die Tanja hier. Mach den Hund erstmal weg. So, die anderen, die ganze... So, genau, ja. Doktor, heil die mal. So, da kommen andere Patrouillen noch. Die müssen auch weg, ganz klar. So, der Soldat kommt da oben hin, bitte. Der kann sich gleich mal um den Hund kümmern. Ah, Moment mal. Nee, Tanja hat ja eine größere Sichtweite. Da kommt der Hund. So, da kommt der Hund. Schieß gleich drauf. Sehr schön. Und jetzt, Tanja, ich brauche jeden Soldaten hier, ey. Das ist so scheiße. Das hat aber geklappt. Sehr schön. Puh, wunderbar. Okay. Ich glaube, hier ist noch ein Computer. Ein Terminal. Ja. Da ist ein Wissenschaftler und hier, genau. Sehr schön. Danach fehlt nur noch einer. Den hier habe ich. Den hier unten habe ich. Den hier oben habe ich jetzt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie an diesem... Ja. Jetzt muss ich irgendwie an diesem scheiß Flammenturm vorbei. Muss ich Tanja opfern? War das so? Ich speichere das mal gerade zwischen. Und schaue nochmal, ob das passt. Wie war das denn jetzt nochmal? Da ist ja dieser Flammenturm, das ist ja eigentlich Dead End. Ich nehme mal die Tanja und guck mal ein bisschen. Schießt der so weit? Nee. Moment. Da sind Fässer. Reicht das? Nee, ich bezweifle das. Ich bezweifle, dass das reicht. Nee. Schafft er das da dran vorbei?
Moment, stopp. Erstmal erkunden noch. Einfach schön an der Wand entlang. Ja, da oben ist nämlich was, seht ihr. Schafft ihr das da vorbei? Weil das wäre natürlich episch, ja? wenn ihr das schaffen würdet. Es geht! Es geht, okay, aber den Arzt kann ich leider nicht mitnehmen, weil der wird sterben. Invasor, komm. Nein, erstmal hier und dann lauf um dein Leben! Oh. Okay, das hat funktioniert. Okay, gut. Der Arzt bleibt mal hier unten. Das ist doch idiotisch, da muss man echt einen kurz opfern, fast schon. Nur damit man den Flammdoggy wegkriegt, aber okay, gut. Wir haben es geschafft. Jetzt brauche ich nur noch das vierte Terminal. Fragt sich jetzt, wo das war noch, ne? Oh, da draußen ist wieder irgendwas los. Ah, ist nur ein Wissenschaftler. Perfekt, ich glaube, das muss das letzte sein, oder? Das wäre doch episch, wenn das genau klappen würde jetzt. Komm schon. Komm schon. Yes! Yes! Geil, okay. Ein Vogel schiss auf einer Atomrakete in London. Das... Alter. Das, man kann es auch so verharmlosen. Ne? Oh Mann. Jo. Jetzt haben wir gesehen, was mit den Raketen passiert. Sie stürzen einfach ab. Okay. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Jo. Das war doch leichter, als ich dachte, die Mission. Wir haben auch nur irgendwie eine Viertelstunde gebraucht oder so. Das ist dann ja der nächste Part quasi. Und ja, wir haben das jetzt aufgehalten und haben es geschafft mit 2000 Punkten. Sehr schlecht, ja. Aber wir haben 13 zu 99 Einheiten. Das heißt, das ist ganz gut. Und ja, genau, Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Mission. Und hier geht es schon in Richtung Moskau. Moskau ist nämlich dieser Punkt hier. Hier, genau. Es geht nach Nordrussland. Jawohl. Gut, Freunde, da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wem es gefallen hat, der lässt doch bitte ein Like oder Abo da. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Ciao, ciao.